gezickt, ne? Mhm, so was. Gut. Ich hier noch rechts fahren, aber sonst. Da gucken sich auch nur welche den Sumpf an. Tito, I know you're concerned, but you don't need to stare at me like that. Wrong! The suspect must be monitored at all times! We have to fight hard for everyone's sake! We can do it! Are you feeling well? Huh? Why do you ask? At your age, you should be worrying about yourself! Oh, it's nothing important. But if your health changes, please tell me right away. What he probably means is, if you gotta pee, do it before the war breaks out. I'm fine. Mind your own bladder. Well, certainly no sign of side effects yet. Look at this giant plant! Wow! You could use that as a rain canopy! Speichert. Ich hab gesagt, dass ich muss mir gerade das Ding als Regenschirm vorstellen, und das Regenzeug aus Spulwampel legen. Ich glaube, das. Ach nee, das ist doch. You don't splash mud on me. Sorry about that. Mud stains all over my best coat. Now I'm gonna have to get this cleaned. Leute, wir ziehen gerade den Krieg. Leute, sonst nichts. Aber es sind seine besten Sachen, darauf muss man aufpassen. Stimmt. Everyone, stay close to me. Eben, alle mit. It's hard to see anything. The enemy could be anywhere. Maybe we should try to find a safer route. No, we don't have time for that. We just need to charge straight through. Hold on! This sounds like suicide! We'll be okay. Jude says so. Don't be afraid. We have nothing to fear but failure. The fate of humanity and spirit kind hangs in the balance. Nice! I'll have to write that one down. Let's go, everyone. We will destroy the Lance of Kresnik. Don't stop for anything else. Holt sie euch! Das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich hier so straight durchrennen. Und die da stehen lassen, wo sie stehen. Und jetzt sind wir hier Aber ich darf nicht flüchten. Puh, die haben solche Viecher auch da. Ja, die haben so volle Reitmacht. Guck mal, rennen wir weiter. Ellie kam nicht mit. Nö. Ich bin hier hinten mit Tipo. Watch out! What are you doing? We're on your side. Save it. We've received orders directly from Deputy Chief of Staff Gillen. Conductor Ilbert has defected to the enemy and must be stopped by any means necessary. And what? Ich glaube, wir sind nicht erwürdig. We won't let you destroy the cornerstone of Rashagal's strategy. Wenn ihr auch mal haben wollt. Why did it have to come to this? Gillen obviously wants us dead. It is not particularly surprising given his past track record. You know how it is. When you want something bad, the end really justifies the means. Although, I'm starting to believe victory is not his ultimate goal. I have a bad feeling about all this. Yeah, let's hurry on. Let's make this quick.
I'm right here with you, Mila. How can you keep putting your life in danger like this? Lässt du Don't you realize you'll throw everyone's lives into chaos if you end up dying? What's that? Nothing. Better stay focused on the battle. Who's next? Ja! Ich komme hinterher! Man sollte sie lieber tragen, oder? No matter what! Hey! You're pushing yourself too hard. Fall back and rest. I'm okay. Alvin's right. We still have a ways to go. I told you, I'm fine. Let's just focus on our task, please. All right. I'm glad you're on our side, Jude. Das machen die immer gerne. I have your back. Don't worry. I can do this. What? Try Earth. When will this end? We're so damn close. Hey, are you okay? Come on. This isn't enough to take me down. Alvin, are you sure you're all right? Would I lie at a time like this? Yeah. Well, I don't know. That part of me is gone. I'm sure that's a lie. Gotta be serious sometimes. Hey, come on, guys. Less talking, more fighting. Wie direkt hinter euch. Ausnahmsweise mal. So close. Are you all right, Jude? So this is war. It's nothing but a scythe that cuts down the dreams and lives of our youth. I take no pleasure knowing most of my years were on the battlefield. And despite my efforts, such travesty continues. Rowan, you can't give up. You'll find a way to stop all of this. You're right, of course. Our destination is just up ahead. Let us make haste. All right. Jude, geh schon mal vor, wir kommen hinterher. Damn it! Just leave us alone already! If only battles could be ended by simply asking. We can always wish. Our ways! Ja, das haben wir jetzt drin. Okay, dann haben wir das. Ich komme mit dem Blähen schon in Ordnung. Ich gehe nachher. Dann ist die richtige Runde gehen. Man sieht, dass die Ladungen bleiben sogar bestehen. Von einer Runde zur nächsten. This is so rough. Don't worry, I got your back, Elise. No one asked for your help. You should be all right with that much energy. But hey, thanks. Okay, ich habe nur ein irgendwas mit Hate verstanden. Also. Hey, Leia, don't rush forward, lest you be completely surrounded. Things are not looking good, Mila. I know, but we can't retreat. We must keep pushing onward. I'm not giving up. Can you still keep up? Of course.
Die 6810 Erfahrung gefallen mir. Ja. Die 10.000 Geiger aber auch. Die Items finde ich auch nicht gerade schlecht. Bienenstocken, ja. Mal eben alles noch. Nehmt. So, this is experience. Und die einzige Level up. Bin ich. Guck mal, sie schenken uns 2 Thronen und einen Speicherpunkt. Ja, sie muss sich davon halten sollen. Wenn da Apfelgummis drin sind und Zitronengummis. Ja. Du könntest. Also erstmal könnten wir die Lymphkugel nochmal. Da wollte ich gleich hin zum Speicherpunkt. Erstmal nimmst du jetzt am besten die Objekte, dass wir vielleicht Apfelgummis verwenden. Dann können wir die drin sind, noch mitnehmen. Also jetzt sind wir alle voll, dann noch Orangengummis, dann nehmen wir die übrig gebliebenen auch mit. Das sind aber Zitronengummis gewesen. Ah, okay. Ja. Die Kugel. 2 nehmen, Respekt geben. Das ist andersrum. Lilium. Das ist mein Motto, wenn die das so schön aufbauen. Machen wir an. Grown in the Nacht. Ich muss nur, dass es jetzt wieder weniger Punkte werden. Das heißt, wenn das Ding ganz groß ist, haben wir immer nur 3 pro Level. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, wäre es in derselben Geschwindigkeit weitergegangen, dann hätten wir relativ schnell voll. Sehr schnell sogar voll. Das ärgert mich ein bisschen. Heißen wir Rowan im Kreis der Mystik Artlieser willkommen. Blutwelle. Tidal Wave. Wait a minute. Ich Tidal Wave! Wir meinen nach einer Verspottung 4 Sekunden lang das Traum. Oh! Wir müssen öfter verspotten. Ich verspotte das Traum. Das dauert immer so lange, das Verspotten. Bei mir schon, ja, der labert das nach 10 Sekunden fast. Na, sagen wir eher 4. 10 Sekunden fast! Also 4. Weniger als die Hälfte sind genau zusammen. Und Leia macht auch mit. Seelenschüler drehen. Hey, alle außer Tut können. Ach, die kleine Ellie. Möchte nicht aus dem Kinderparadies abgeholt werden, sondern eine noch größere Kugel haben. Vielleicht da unten links die Teilung machen? Vielleicht mal wiederbeleben? Oh, ein Verbündeter hält die Fähigkeit, sich während des Kämpfes einmal automatisch von einem K.O. zu erholen. Schutzengel. Mhm. Ja. Hat Yoshi doch gesagt, jetzt kommen die richtig starken Zauber und auf die wird er sich erst konzentrieren, eher irgendwas anderes da macht. Gerade als Heilerin sollte ich meine Superzauber vielleicht haben. No. Ah, dunkler Besucher, das was Raschungal schon gegen uns sagt. Nachtigall schon gegen uns eingesetzt hat. Ach, der Sessenmann, der mich verkloppt hat. Wo ich wachsend auf die Verteidigung war. Ein gefallener Engel, ja. Okay, der Sessenmann ist kein gefallener Engel. Erwins Auftritt. Ja, erstmal dieses Ding hier voll machen. Ich hab die 200 geknackt, endlich! nee, nein. Du hast 198 Maximum. Dir fehlen 2 Punkte auf die 200. Das war schon die ganze Zeit so. Das ist wahrscheinlich ein Item noch, das die zusätzlich erhöht. Ja. Oder die Festfähigkeiten. Nee, ich glaube, er hat einfach ein und Umhang oder sowas. Die machen ja auch nochmal Psycho und sowas. Ich glaube, die Stiefel. Ja, eben sowas. Geist hoch? Jetzt hast du 208 Basis. Überschreitens. Köln. Noch irgendwo mit 100.000. Zielsuch. Und Kanone. Das sind ja immer 2 Teile gleichzeitig. Ja. Da haben Mila und du den Vorteil. Apropos Mila. Oh,
nicht umfallen, Fuchs. Nicht den Laptop, das Mikro oder sonst was dabei noch mitnehmen. Ja, da hab ich... Ich dachte eher auch an das Glas, das da drin steht. Ach, das auch nicht. Aber das kann man ersetzen. Ja, du hast nicht mir gehört. Geil. Okay, das läuft. Wollte irgendwas? Ich hab dir doch gesagt, ich hab noch was vor. Dass wir uns das Ding erstmal morgen treffen können. Wie das? Streifschuss oder was? Göttlicher Streif. Göttlicher Streif. Irgendwas mit Streif auf jeden Fall. Also der nächste Lichtangriff. Ja, wir fuchs einmal rum. Ja, das macht sie ja sowieso immer so. Ja. Quasi immer so. Und das wird sie auf jeden Fall voll machen und dann, keine Ahnung. Ja, den können wir auf jeden Fall schon mal einstellen. Ja. So, das auch sie jetzt. Geist! So. Und? Drachenschuss! Was sie immer noch nicht in den Kreis der Mystigati-User erhebt. Das da. Ganz genau. Willst du Gebrüll? Fuchs, ich habe mich erdreistet, dir Psyche plus 33 zu geben. Um den Ring voll zu machen, den du gerade machtest. Hey. Dadurch hast du Drachenschuss erlernt. Fragst du einfach laut. Was ist los? Wie lange wir spielen? Keine Ahnung. Wie lange wollt ihr? Ist es heute Open End-mäßig? Gut, dann so, dass ich irgendwann noch nach Hause komme. Ja, du musst heilen. Ja, das war ein Glas. Jetzt ja. Hast du das Glas beim Rückweg doch noch erwischt. Noch vier Toffees über. Jetzt noch drei. Und das noch einfach zu rechts rüber. Du willst doch auch immer deine Mystik können. Lass Fuchs doch einfach rufen, wie sie Lust hat hier. Fuchs macht das doch sowieso. Flinke Umrundung. Was? Rückwärtssprint machen innerhalb von 5 Sekunden, Attacke abwehren und hinter dem Gegner stehen. Aha. Okay. Okay, jetzt sind wir alle Mystikart-User. Das ist gebrüllt. Vorteilhafter Angriff. Ich werde mich bemühen, unseren Gegnern Angst zu machen. Mhm. Ja, dann auf den nächsten Ring. Fertigkeiten, Arzt. Bitteschön. Oh, ich habe 34 Punkte. Mal was ganz Neues. Psyche und so. Das ist super für mich. Einfach nur so, ohne verbunden zu sein? Ja, nein, ich muss verbunden sein und dann noch bevor die Art losgeht, während ich zauber. Quasi während ich meinen Spruch noch aufsage, kann ich das schon machen, ohne dass die Art ausgelöst werden sein muss. Okay. Nein, das ist mir zu teuer für das, was es tut. Nein. Obwohl. Doch. Die bricht alle auf einmal aus. Gott, was hab ich irgendwas Tolles? Bald. Soon. Ich lass die Schutzteile besser drin. Hey, wer weiß, was uns als nächstes über den Haufen rennen möchte. Genau.
Leben hoch, Geist hoch, such dir was aus, können sie beide nehmen. Ja. Mila wird groß und mächtig. Ich bin Maxwell. Ach ja. Größer, mächtiger. Maxwell, jetzt in der neuen verbesserten Variante. Mit 50% mehr Maxwell. Null Punkte, gib nicht alle aus! Ich hab gesagt, du sollst nicht alle ausgeben, schon passiert oder was? Wie viel sind nochmal 50.000 Yen ungefähr? Also 1.000 Yen sind 8 Euro. In etwa. Also 50 mal 8. 40 Euro? Oder? Nein. 400 Euro. Na, zum Dezimalstellenfehler sind ganz einfach rauszurechnen. Das ist nicht das Problem. Na, das war nämlich dieses, das hatte mich so ein wenig gewundert. Das war dieses bei Persona 4, beim Walkthrough, beim Let's Play, habe ich jetzt gewundert und gedacht, ist der Onkel vom Hauptcharakter eigentlich irre? So, ah, ich habe gehört, du hast bei deinen Tests in der Schule eine gute Note gekriegt. Hier ein kleines Taschengeld, aber gib nicht alles. Ach komm, du darfst damit machen, was du willst. 50.000 Yen erhalten. Okay. 400 Euro, ja. Oh ja, ich kann Dinge. Ja, wir alle können Dinge. Okay, der böse, böse, dunkle Besucher kommt dahin. Also ich möchte eher Fähigkeiten können, anstatt Dinge. Nein. Wiederbeleben, also links und rechts, links und rechts, links und rechts. Was willst du? I'm Arch. Schön. Keine Eins von ihm. Ich bin endlich hier angekommen. Warte, aber was machen wir? Weiß ich nicht, ob du das einfach. Ah, variabler Abzug. Ja. Genau. Eine Feuerart. Ich dachte, das wäre variabel. Was soll das? Ja, ich weiß, das war ein schlechter Witz. Oh, wiederhol dir nochmal. Vielleicht können wir vorher einen Tusch einfügen. Nein. Auch kein Trommelwirbel? Kann ich den entfernen? Dreieck. Ah. Ja, wenn du auf den Shortcut bist, geht das irgendwie nicht. Geh mal. Hier ist er eins. So. Ja. Ist was Neues? Ja, doch, dieser Streif gelohnt sich wirklich. Ja, super. Das ist wunderbar. Hast du wirklich alles voll? Ja. Warte mal, ich. Neu organisieren! Irgendwann verliert man den Überblick. Ich glaube, das muss ich mit Pink auch gleich so mal machen. Ich bin jetzt ganz, ganz, ganz da. Fireball 800. Wie viele Stände kann man maximal kriegen für die Wahl? Weiß es nicht. Also ich meine, dass Kai schon seit längerem da 3 Sterne hat. Ja. Arrivederci hat es ja auch schon 2. Feuer. Ja, das ist cool. Ah! Wo bist du? Da unten sind sie etwas seltenen Erden. Und 3 Steinkänze bei der Erweiterung von. Komplette PSI aus, wenn ich will. Also. Mhm. Die hier? Das ist neu. Ist das für irgendwelche Kugelsprüche? Für nicht, welche? Na, für die seltenen Erden. Nein. Shortcuts. Das kann sich der Schwöre. Ja, so, das dauert hier noch eine Weile, ne? Moment, ja. Du möchtest ja auch gleich alles nochmal neu festlegen. Oben.
Nee, Stapel im Blitz hattest du verpackt. Ja, und Nacktlinge noch nicht. Meine Damen und Herren, sehen Sie Mila, die mit allen Elementen um sich hauen kann. Viel schlimmer. Sehen Sie Mila, die genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Sachen. Passend! Ja! Sie hat haargenau 16 Arts. Quatsch. Haargenau gerade. Ja. Sind alle verbraten. Ich bin und da sind alle Elemente vertreten. Bis jetzt. Es sind alle Elemente vertreten. Feuer, Wasser, Licht, Dunkelheit, Erde, Wind. Also, das fühlt sich dann noch einmal komplett neu ein. Nein, ich bin mit meinem zufrieden. Ich eigentlich auch, glaube ich. Ich muss mir nur merken, links ist der dunkle Besucher, rechts lasse ich euch wieder auferstehen, wenn ihr einmal zu Boden geht, ohne dass ich irgendwas tun muss. Ich sollte mir mal die Shortcuts mit L1 nochmal ansehen. Die habe ich nicht verinnerlicht. Jetzt war gerade alles schön verteilt, aber... Eben, das wird jetzt wieder ein. Das ist nur ein buntes Rätselraten. Ich weiß nicht, wo ich so also die Sachen nicht gerne nehme. Ja, wollte ich doch gerade vorschlagen. Also wenn du weißt, wie der Wolkenbrecher ist, würde ich vorschlagen, du bist als nächstes mit einer mystischen dran. Ja, die habe ich auf den Shortcuts unten. Also hier L1 und unten. Okay. Ich muss es gleich nochmal vorher ausprobieren. Ja, da habe ich auch mal einen. Ja, im Zweifelsfall, dass ich da... schnell einen rausholst. Ja. Was war das eigentlich vorhin für eine Combo-Art mit hier Elvin und Jude, wo du den aufsteigenden Falken so rausgeprügelt hast? Aufsteigender Falke plus irgendwas. Naja. Hey, aufs Schwert springen und dann vom aufsteigenden Falken noch viel mehr machen. Strafender Schuss. Herabstoßender Falke. Nee. Ich glaube, er hat auch währenddessen nochmal geschossen und mich dann noch hochgeschleudert. Dann ging das pschung, pschung. Ich glaube, ein Schuss war das. Ich meine, sowas können Leia und Mela zusammen auch in der Art, dass Mela irgend so eine Windklinge wirkt und Leia sich draufstellt und mitgetragen wird und mit ihrem Stab um sich haut. Oh. Ah, den hier. Wir müssen noch gut rankommen, so? Ja, dass man immer genau weiß, was man tun muss. Bei mir ist einfach nur rechten Stick nach rechts, rechten Stick nach rechts. Ich überlege gerade, ob hier nicht mehr. Ich ziehe furchtbar gerne den rechten Stick nach unten. Ja. Da ist bei mir Nurse. Das macht ja nichts, wenn du dir runterziehst. Nö. Wir können ja auch unten genau 16. Super. Wüsste ich noch nicht. Ja. Darf ich dann noch einmal kurz, wenn du da fertig bist? Bitteschön. Okay. Ja. Du hast jetzt nach unten voll gebohrt. Genau, da wird zusammenbrechen. Ja, dann speichern und gucken, warum sie uns so viele schenken. Jules Wachstum kommt auch noch sofort. Ja, ich glaube, es soll also ein bisschen was noch rausschneiden könnte, oder? Ja, so, aber quasi so ein bisschen immer wieder zwischendurch zeigen von dem Motto, das haben wir jetzt alles gelernt, damit ihr es wisst.